Hallo liebe Leute, zurück zu Let's Play Ape Escape 3. Genau, wir haben beim letzten Mal das Seebad freigemacht, beziehungsweise die letzte Hochzeit. Jetzt begeben wir uns zu Sonntagmorgentheater, die Affen treffen auf die Gebrüder Grimm im Versteckspielwald. Und, was ist los? Satoru? Aha. Ich gebe dir dieses Dodger-Gerät mit. Es ist ein Affenradar, der einen Primaten aus einer Meile Entfernung aufspürt. Lerne in der Trainingsstation, wie er funktioniert. Nein, danke. Ich erkläre es lieber so. Gehen? Nein! Ich brauche kein Training. 7 Affen. Okay. Ja, so langsam wird schon... Das heißt, so langsam, zweite Level und ich muss schon 7 Affen fangen. Das wird hier schon doch erhöht, die Menge. Okay. Als allererstes rüsten wir unseren Affenradar aus. Affenradar benutzt man natürlich mit dem rechten Stick. Wenn er einen Affen gescannt hat, kann man mit L2 auf die Affenkamera gehen und sehen, das hier ist Paul Luki. Ich liebe grüne Bananenschalen. Ja. Man sieht, wie stark er wäre, sein Temperament, sein Tempo, Vorspeise. Man sieht sogar, dass er Wandergeburtstag hat. Solche Sachen sieht man da. Und so kann man dann auch scannen, ob irgendwo in der Nähe ein Affe wäre. Nicht, dass ich das jetzt bräuchte, weil Paul Luki doch in total offensichtlichen Plätzen hier steht. Aber okay. Na, irgendwas Tolles hier drin? Ah, wieder Geld. Geld ist immer gut. Die Dinger vernichten wir natürlich, denn Geld ist immer gut. Habe ich ja schon erwähnt. Ach, bitte nur einen Treffer aushalten. Ach, dann ist das doch so verführerisch. Okay. Adieu, Billy. Da sollte ich ja sagen, ahoi. Ich weiß es nicht. Oh ja, Geld, Geld, Geld. Verdammt. Ach so, ich hab's gar nicht so getroffen, dass ich mit den Tippern hören muss. Sehr schön. Ah, hier kann man einen Film mitdrehen, sag ich mal. Kommen Sie raus, Herr Wolf! Perfekt. Film abgeschossen, im Affenkino zugänglich. Werde ich auch nochmal zeigen. Mal gucken. Mit L3 kann man sich nämlich hier auf den Boden werfen, um sich heranzuschleichen. Gucken, ob wir sowas fangen können. Ja, ihn schon. Sie sollte ich jetzt so sagen, nicht. Das Rotkäppchen. Ach ja. Weiter geht's. Wir haben nämlich Affen zu jagen. Viele Affen. Wovon die meisten jetzt, glaube ich, da sind. Alle sind da. Ah, egal. Ich glaube, daran zog ein Wolf rum. Ich muss gut gewachsen werden. Eine Kamera folgt ihm sogar. Aber er hat ein sehr gutes Gespür, was mich angeht. Das ist nicht gut. Aber wir haben ihn ja. Da war ja scheinbar auch einer drin. Ah, du. Akiko. Da ist dann vermutlich auch noch einer drin. Und das war's auch schon mit den Gebrüder Grimm. Noch einen affigen Tanz aufführen. Ach, guter Wortwitz, guter Wortwitz. Und schon sind wir aus diesem Level raus. Ist doch praktisch hier. Finde ich auch. Ist das nicht schön, wenn man nach jedem Level rauskommt und man wird gelobt? Ich finde das klasse. Hiya. Was jetzt? Willkommen zu Hause. Habt ihr Probleme, all diese frechen Affen zu fangen? Also, ich habe das perfekte neue Gerät für euch. Damit könnt ihr euch in alle möglichen Formen verwandeln. Verwandeln? Aber in was? Ich will die Überraschung nicht verderben, aber es ist jedenfalls super gut. Echt? Aber sicher. Cool. Ich gebe es dir, wenn du auf die nächste Stufe gehst. Hm. Dann werde ich dir sagen, in was du dich verwandeln kannst. Ja,
Das ist doch mal wunderbar, ein neues Spielzeug. Spielzeuge sind immer toll, yes. Gehen wir noch direkt auf die nächste Stufe. Die feste Burg des Brüllaffen. Tada! Dein erster Charakter ist Fantasy-Ritter. Oh yeah. Ich importiere die Charakterdaten in deine Morph-Uhr. Der Fantasy-Ritter besitzt Angriff- und Verteidigungsstärken. Du kannst in der Trainingszone ein bisschen üben. Nein. Zur Trainingszone gehen? Wie gesagt, nein, danke. Ich kenne mich noch einigermaßen mit dem ganzen Zeugs aus. Manches muss ich mir doch noch durchlesen nochmal, aber mit dem meisten kenne ich mich aus. Oh, neuen Affen. Jetzt werden wir aber großzügig mit den Zahlen hier, mein Gott. Oh yeah. Ach, ich liebe das einfach. So, mit R2 und R1 können wir uns jetzt in den Fantasy-Ritter verwandeln. Dadurch haben wir einen Mega-Prügel. Können eine Mega-Attacke auslösen und haben Verteidigungsstärken. Kann ich, glaube ich, auch mal demonstrieren. Müsste uns jetzt nicht ausmachen, weil wir blocken. Ja. Natürlich besteht die Tatsache, dass wir so nichts fangen können. Deswegen, bringt es mir nichts, dauerhaft in diesem Zustand zu bleiben. Aber so eine kurze Zeit lang, um mich zu verteidigen oder was auch immer, ist das ganz praktisch. Wie ihr seht, abgesehen von den grünen Kapseln, die ich einsammle, lädt sich das von alleine auch noch auf. Das bedeutet, aua. Das bedeutet, den werde ich jetzt einfach passen hier. Uh-oh. Aua, aua, aua. Oh Mann. Phil G. Ja, und diese Tore öffnet man, indem man da wie ein bescheuerter Bock prügelt. Ist hier noch irgendetwas? Nein. Da muss ich jetzt mit einem beherzten Doppelsprung hier rüber. Jetzt. Ah ja, ein Geheimgang. Interessant. Das bedeutet, diese Dinger mit Händen kann man, wer hätte es jetzt für möglich gehalten, schieben. Wenn ich diese Dinger schiebe, betätigt sich der Geheimgang und wir können weiter. Allerdings würde ich jetzt mal gerne gucken, ob es hier irgendwo Kekse gibt. Nein, keine Kekse. 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 Da komme ich sowieso nicht rein, fällt mir gerade so auf. Aha. Also muss ich so oder so in den Geheimgang. Ich glaube, der Typ hatte eine Rüstung an, das bedeutet, wir hätten ihn eh nicht attackieren können, beziehungsweise fangen können, wenn ich ihn nicht so verprügelt hätte. Von daher, oh ja, geh auf, sehr brav. Ich mach das schon, Kumpel. Der Zauberer Nathan. So, dieses Feuer würde uns schaden in Normalform, aber so blockieren wir es. Oh yeah. Jetzt muss ich nur noch nicht draufschlagen, wenn ich gerade von Feuer attackiert werde, aufgesehen davon. Du hast mir! Sag ich ja. Das hat Schätzung. Kann man auch öffnen, wie ihr seht. Nein! Es hat sich wieder in eine normale Münze zurückverwandelt. Damn you! Aua. Unnötig, aber Keks. Ich weiß gar nicht, in meinem Trainingslauf, als ich es mal so gespielt habe und jemanden mit Begeisterung gezeigt habe, habe ich viel weniger Heilung gekriegt. Ich fühle mich jetzt gerade irgendwie betrogen. Aha, schätze. Aber Geld ist immer gut. Ich werde versuchen, eine Menge der Dinge, die man kaufen kann, freizukaufen. Nur für euch. Deswegen sammle ich hier auch Kohle ohne Ende. Normalerweise würde ich hier einigermaßen durchrennen. Was ist mit der Statue? Kann ich die kaputt hauen? Nein. Aber es ist eine coole Affenstatue. Und das Gummischwert ist auch faszinierend. Na, geh auf. Tja, nichts mehr da. Gut. Geht also weiter hier die Treppe hoch, die wir nicht laufen können, weil die Treppe zu hoch ist. Keine Ahnung, wie die Affen darüber wollen, aber... Also McAvoy. Da drüben sitzt auch noch ein Affe. Ach, verdammt. Wo bist du? Okay. Bleib stehen. Bleib stehen! Ich
Traurige ist, ich glaube, diese Ausweichkommandos konnten sie in 1 gar nicht. Das macht hier die Sache einfach wirklich wesentlich interessanter und... Interessanter. Ja. Also es macht die Sache interessanter. Mehr muss ich dazu eigentlich gar nicht sagen. So. Ach, mehr Geld. Gib mir Geld. Gib mir Geld, dann gebe ich dir Bananen. Na Leute, was war das? Hä? Ja, genau, es war Aschenputtel. In Affenform. Also ein klein wenig anders, aber nicht zu sehr. So. Hier ein bisschen mehr Geld, da ein bisschen mehr Geld. Ah, ich liebe Geld. Nicht so sehr, weil ich manche anderen lebe. Andere, wie auch immer. Aber Geld zu haben ist doch ganz schön, wenn ich mir Dinge kaufen muss, um euch zu zeigen, was man hier so freikaufen kann. Arr. Außerdem will ich etwas Bestimmtes sowieso kaufen. Yes, on God. Wie der Schwertfisch bei Donkey Kong. In diesem Falle seht's euch an bei Tamiko-chan mit Mia dabei. Auch noch an ihrer Seite. Ja, ja. Ach, wie süß. Das kennen wir doch auch irgendwoher. Mal gucken. Einen von den beiden kriege ich bestimmt so. Oder er verprügelt mich dermaßen, dass mein Netz wegfliegt. Oh mein Gott, ey. Alter! So. Sehe ich hier gar nicht mehr ein hier. Na, du sollst wechseln. Danke. Grace. Ach so. Ja, ich habe kein Netz mehr. Kein Dingens mehr. Muss ich mich eben anpirschen. Ganz langsam. Du blöder Sack. Gib es mir wieder. Gib es mir wieder. Gib es mir wieder. So. Sehe ich ja gar nicht ein, dass man hier mir mein Netz stiehlt. Blöde Affen. Ding, ding, ding. Ja. Aber ich habe beinahe mein Netz, alle. Wieso immer mein Netz? Mein Laserknüppel-Dingen. Oh. Tja, Niederlage. Fang den weißen Affen. Ich weiß nicht, warum Niederlage da steht, ganz ehrlich, aber wir sollen den weißen Affen fangen. Das ist ein Boss. Einer der, 5 verrückten Affen. Zuerst mal aufgetaucht in 2. Aber es folgt erstmal eine Cutscene, also bin ich jetzt still und lasst euch die Cutscene genießen. Du wagst es, großäugig und energiegeladen zu sein? Du musst mir fernsehen! Für ein Drache. Hast du keine Angst? Der feurige Atem dieses Drachen hat ein Dutzend großer Ritter besiegt. Wirklich? Ich wäre fast darauf reingefallen. Was? Und jetzt beleidigst du mein Meisterstück? Mach dich ab! Ich gehe erst hier weg, wenn du wieder alles normalisiert hast. Daraus wird nichts. Wir haben den Befehl, die ganze Menschheit zu hypnotisieren. Befehle? Wessen Befehle? Naja, na, wer wohl? Spectres Befehle. Spectre? Verflixt. Ich vergaß. Sein Name ist tipptopp geheim. Du kleiner Bengel, das ist alles deine Schuld. Du hast es gesagt, nicht halt ich. Halt den Mund. Ich kann dich nicht weglassen, weil du das Geheimnis kennst. Ich sollte heute in einem super Film mitspielen. Aber Hollywood muss warten. Ich muss erst den Helden töten. Auf geht's! Ja, Leute.
Werden wir den Kampf gegen den weißen Affen bestehen? Wird das unser Ende sein und er wird uns grillen? All das erfahrt ihr beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Ape Escape 3 mit mir, dem Kommentator. Auf Wiedersehen!